Ich grüße euch zu unserem dritten Video für Übungen für zu Hause. Und heute werde ich euch eine Übung zeigen, die wahrscheinlich insbesondere für die Fechtenden interessant ist, allerdings die auch euch für den Schaukampf durchaus ermöglicht, was Schönes zu trainieren. Wir fangen jetzt zunächst an, uns ein bisschen aufzuwärmen. Ihr kennt ja die Übung bereits von den letzten zwei Videos. Nur einmal kurz im Schnellprogramm. Wir machen auf jeden Fall was für den oberen Bereich des Körpers, also gerade für den Nacken, indem wir nach links und rechts schauen, den Kopf auf die Seite legen, den Kopf über die Brust rotieren. Dann die Schultern kreisen. Auch mal gegenseitig kreisen lassen. Ist immer schön, um alle Muskelgruppen rauszukriegen. Dann die Brust aufziehen. Oberkörper ein bisschen beweglich machen. Für die Beine, dann auch für den Unterschenkel, die Wade, hinten für den Oberschenkel, und zu guter Letzt für die Außenseite. So, schüttelt euch einmal aus. Nun greift euch das Schwert. Gut, gehen wir am Anfang noch mal kurz die Grundübung 1 vom letzten Mal durch. Und zwar startet ihr mit dem linken Fuß vorne und ihr werft einen rechten Oberhaupt in das erste Seil rein. Und aus dieser Position schlagt ihr jetzt einen linken Oberhaupt zu dem hinteren Seil und versucht, dass das hintere Seil nicht schwingt. Das Ganze könnt ihr auch gespiegelt machen, also indem ihr mit der rechten Seite voranfängt und mit einem linken Oberhau anfangt. Okay, wiederholt die beiden Sachen 10 bis 15 Mal. Danach könnt ihr probieren, abwechselnd direkt immer von links oder von rechts anzugreifen. Also erst im ersten Angriff, dann im zweiten Angriff. Und probiert euch mal mit der Fußarbeit aus und schaut, wie ihr am besten immer um dieses Seil herumkommt und das Grundmuster bei dieser Schlagfolge ist immer, dass ihr mit einem Oberhau erstmal das vordere Seil kontrolliert und dann mit dem entgegengesetzten Oberhau auf das hintere Seil schlagt und dort kontrolliert mit einem Schnitt abzieht. Der erste Schritt dieser Übung ist der Unterhau. Wir fangen jetzt erstmal wieder komplett von der rechten Seite an und die gespiegelte Übung werde ich euch dann am Ende zeigen. Um den rechten Unterhau zu schlagen, ist es eigentlich egal, wo das Schwert auf der rechten Seite ist. Oder sogar auf der linken Seite. Allerdings ist es erstmal einfacher, das Schwert auf der rechten Seite auch zu haben. Und es ist noch einfacher, wenn wir den auch direkt das Schwert schon unten haben.
So, für den rechten Unterhauch gehen wir in unsere Kampfposition, können entweder uns vorstellen, wir halten ein Schild oder wir nehmen die Hand zur Seite, sodass sie nicht in das Geschehen hineinkommt. Und um diesen Schlag zu hauen, können wir entweder den als vollen Schlag machen mit einem Wechselschritt. Oder für die Fechtenden auch als halben Schlag. Der würde sich für die in dem Schaukampf nicht anbieten, weil dadurch das Schwert direkt auf Augenhöhe in eine schöne Stichposition kommt. Allerdings zum Üben ist es auf jeden Fall mit dem Doppelpendel was auf jeden Fall Schwertkontrolle zeigt. Aber für den ersten Teil der Übung brauchen wir erstmal nur den, benutzen wir erstmal den mehr oder weniger vollen Schlag, indem wir das Schwert bis zur linken Seite, eigentlich fast bis zur Schulter hinauf, hochziehen. Als nächster Teil der Übung wäre, dass wir aus dieser Position nun einen linken Oberhau schlagen. Das heißt, wir schlagen auf der gleichen Linie zurück. Allerdings müssten wir dazu erstmal die Hand drehen, weil wir durch den Unterhau in eine Position gekommen sind, wo unsere Knöchel zu uns zeigen. Und das ist ja die Schneide, die meistens durch den Gegner gehen soll. Das heißt, wenn wir hier oben sind, drehen wir das Schwert und schlagen auf der gleichen Linie einen Oberhau. Ich zeige es euch nochmal. Ihr dreht das Schwert ein und schlagt von hier einen Oberhau. Sehr ähnlich zu der ersten Übung, die wir gemacht haben. Im Fluss sieht das dann wie folgt aus. Wir fangen hier mit der Hand hier unten an, schlagen einen Unterhau und schlagen einen Oberhau gleich auf der gleichen Linie zurück. Ich zeige es euch einmal von der Seite. In der Variante, dass ihr nur einen halben Schlag macht und in diese Stichposition kommt, wäre von hier natürlich ein Stich eine sehr schöne Option für den Fechtenden. Im Schaukampf nur in einer abgewandelten Form natürlich. Ziemlich einfach nur das Schwert nach vorne zum Gegner bringen. Im Fluss würde das aussehen wie folgt. Oder von der Seite. Wenn ihr sowas Ähnliches im Schaukampf machen wollt, das auf jeden Fall nur, wenn ihr schon wesentlich erfahrener seid und am besten niemals in der Massenschlacht. Und in dieser Variante macht ihr, dass ihr den Stich auf jeden Fall nicht auf Kopfhöhe führt und dass ihr den Stich definitiv am Gegner vorbeiführt. Das heißt, ihr könntet den Unterhau in eine Position schlagen, wo euer Schwert vor euch ist, allerdings die Spitze nicht auf den Gegner orientiert ist. Und ihr auf jeden Fall nicht in eine Position kommt, wo ihr aus Versehen Richtung Gesicht des Gegners schlagt. Und wenn ihr den Stich zur Schau einbauen möchtet, würdet ihr aus dieser Position, wenn ihr auf der Kameraperspektive jetzt euer Gegner steht, schön am Gegner vorbei stechen, dass er eine Möglichkeit hat, euer Schwert noch zur Seite wegzuhauen. Also stellt euch vor, dass in dem Moment, dass ihr in dieser Position seid, von der Seite der Gegner auf euer Schwert wegpariert. Dabei könnt ihr euch schön öffnen, um für die Show noch mehr
folgende Schritte einzuführen. In der Pendelübung wird gleich klar, worauf das hinausläuft. So, aber prinzipiell ist es natürlich schöner, die Schläge zu trainieren. Und dazu nochmal kurz zurück. Ihr schlagt diesen Unterhau als vollen Schlag und nun schlagt ihr aus dieser Position einen Oberhau auf der gleichen Bahn zurück. Ja. Kommen wir zum Pendel. So, hier nun, der Oberhau ist der Schlag, der das erste Pendel, also das Schwert des Gegners, kontrolliert. Ihr seht, ihr kommt eigentlich in eine ziemlich ähnliche Position wie aus der ersten Übung. Und von hier aus könnt ihr jetzt auf der gleichen Bahn, allerdings zum hinteren Pendel, einen Oberhau schlagen. Und nun wird auch deutlich, wozu die historische Fechtübung sich hier eignet, wenn man mit einem halben Schlag agiert. Und zwar schlägt man mit dem Schwert in eine Position, wo man die Spitze durchaus noch auf den Gegner ausgerichtet lässt und kontrolliert das Seil, also das Schwert des Gegners. Und von hier aus kann man direkt einen Stich führen. So, wenn ihr das für den Schaukampf üben wollt, dann auf jeden Fall zielt auf einen niedrigeren Bereich mit diesem Unterhau und richtet euer Schwert wieder so aus, dass es den Gegner nicht direkt bedroht. Damit ihr auch auf jeden Fall nie in die Situation kommt, wo eure Spitze auf den Gegner zeigt. Aus dieser Position raus könnt ihr dann euren falschen Stich führen, der auf jeden Fall am Gegner vorbeigeht. Es geht natürlich auf beiden Seiten, das kommt immer darauf an, wo eure Spitze hinwandert. Wenn ihr bei diesem Schlag mit der Spitze am Gegner vorbeikommt, sollt ihr auch im Schaukampf unter keinen Umständen wieder zurückwechseln, sondern wenn ihr mit dem Schwert schon vorbei seid am Gegner, könnt ihr durchaus das Schwert dann nach vorne in die Leere stechen. Das ermöglicht euren Partner dann auch schön weiter mit euch zu kämpfen und ihr eröffnet ihm eine Möglichkeit, eine sehr schöne Aktion zu machen. Und auf jeden Fall bleibt ihr in einem sicheren Spiel. Generell ist anzumerken, dass Unterheue für den Schaukampf eigentlich gar nicht so geeignet sind. Es ist besser, wenn ihr ähnliche Aktionen machen wollt, könnt ihr einen sogenannten Mittelhau stattdessen nehmen. Das heißt, das wird ein Schlag, der auf jeden Fall auf der horizontalen Linie bleibt. Da würde sich in dieser Übung jetzt nicht so viel ändern, nur dass ihr statt von hier unten schlagt, dass ihr sozusagen auf einer Linie bleibt. Das ist auf jeden Fall wesentlich sicherer, dass ihr nicht aus Versehen in das Gesicht des Gegners schlagt. Des Partners. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, je nachdem, wenn ihr durch den Schlag das Schwert am Gegner vorbeibringt, dass ihr dann von euch aus links am Gegner vorbeistecht oder dass, wenn der Gegner sozusagen stärker blockt und eure Klinge nach rechts vom Gegner zielt, dass ihr dann rechts am Gegner vorbeisticht. Okay, wo gibt es dann Zusammenhang zwischen dem historischen Fechten und einer ähnlichen Schaukampfaktion? Es kann durchaus sein, dass wenn man in einem historischen Kampf
in die Situation kommt, dass man das Schwert des Gegners kontrolliert und zum Stich geht, dass plötzlich doch noch vom Gegner viel Druck kommt. Stellt euch also vor, ihr seid in diesem Schwertband und ihr wollt zustechen, aber der Gegner fängt an, mit aller Kraft dagegen zu drücken. Was kann man da tun? Und zwar in dem Moment, wo ihr Druck hier spürt, ist bei dem Pendel jetzt nicht so optimal, lasst ihr eure Klinge fallen und greift, rotiert die Klinge rum und greift mit einem linken Hau direkt an. Das heißt, ihr kommt aus einem Unterhau als Beispiel. Nun wollt ihr nach vorne stechen, allerdings stecht ihr am Gegner vorbei. Das wäre zum Beispiel jetzt, ihr stecht extra am Gegner vorbei. Er drückt euch weg und ihr schlagt rum und haut von der anderen Seite. Das ist eine schöne runde Bewegung, die auf jeden Fall sehr viel Spaß macht und die ihr damit kontrolliert üben könnt. So. Ohne die Unterheue, also nur Mittelheuen, geht das genauso. Ihr, oder sogar mit Oberheuen. Ihr schlagt mit einem Oberheu rein, schiebt euer Schwert nach vorne, lasst es dabei aber schon zur Seite abbringen und haut von der anderen Seite. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr schlagt zum Gegner das Schwert, er geht weg mit dem Schwert, schlägt nochmal ein Schwert und dann könnt ihr von der anderen Seite kommen. Gehen wir das Ganze nochmal von der linken Seite durch. Ihr mit dem ersten Schlag kontrolliert ihr das Seil und dann könnt ihr entweder zum Stich gehen oder zum Schlag. Ich zeige euch jetzt mal abwechselnd Stich und dann Schlag und dann Stich und dann Schlag. Und für die Variante Schaukampf mit dem falschen Stich machen wir das Ganze mit einem Mittelhau. Beziehungsweise und für den Fall, dass der Gegner uns Widerstand gibt oder noch einen zweiten Part. Eine zweite Parade schlägt. Probiert euch aus da drin. Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr nichts kaputt haut natürlich. Und achtet auf jeden Fall auf eure Schlagintensität. Das heißt, mit dem zweiten Schlag solltet ihr das Pendel hinten nie wirklich zum starken Pendel anfangen lassen. Also nicht in die Situation kommen, dass ihr die ganze Situation schlechter unter Kontrolle habt, sondern durchaus leichte Berührungen, Schnitte, sind das, worauf ihr zielt. Okay, so, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das nächste Mal werde ich darauf eingehen, was es für mehr Abwechslung gibt und was ihr machen könnt, um euer Schild zu ersetzen, beziehungsweise Übungen, dass ihr auch mit dem linken Arm was zu tun habt. Bleibt sicher. Steckt euch nicht an, steckt andere Leute nicht an und ich hoffe, euch bald wieder zu sehen.